Mit Anstoß Schalke gehen wir jetzt rein in den zweiten Spielabschnitt. Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das Rot. Schönes Zuspiel. Macht er gut. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Kurz zurück zum FC. Was traust du der Mannschaft zu? Ja, das ist schwer zu sagen, Wolf. Also bloß nicht wieder in die alten Fehler verfallen. Geduld ist wichtig. In der heutigen Fußballwelt allerdings nicht immer einfach. Noch eine rote Karte. Sie machen sich hier das Leben selbst richtig schwer. Da kommt er raus und hält den Ball. Schalke jetzt über außen. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Jetzt ist es gefährlich. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Der Torwart ist schon geschlagen, aber trotzdem nicht der Treffer. Was ist denn da schiefgelaufen? Den muss er ja machen. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Ja, es geht gegen den FC Augsburg im nächsten Bundesligaspiel. Und da könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Was macht er draus? Den Ball holt er sich. Das Pressing ist da. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Da muss er flanken. Ganz souverän hier vom Torhüter. Es gibt Freistoß für Köln. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Kann er was draus machen? Sieht gefährlich aus. Hereingabe jetzt. Der geht an die Latte und zurück. In Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Was für ein Tor! Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jetzt können sie vielleicht kontern. Gefährlich! Jetzt kann er die Flanke bringen. Herrlich bringen sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst. Und sie dürfen zu Recht jubeln. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So, Freistoß Köln. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? Tja, das wird eine Lied. Und jetzt die Chance. Der muss da drin sein. Da schießt er daneben. Minuten jetzt noch. Gut aufgepasst vom Torwart. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig.
Schalke jetzt über außen. Jetzt vielleicht. Geblockt vom Verteidiger. Könnte in Konter gehen. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie verlieren den Ball. Das Spiel ist vorbei. Der Schlusspfiff ist ertönt. Normalerweise sind wir bei denen enge Duelle gewohnt. Heute war es anders, Buschi.